Hallo und ich begrüße euch zu Let's Play Battlefield 3 Online und heute auf der Map Großer Bazar im Modus Eroberung und als Waffenvorschlag wurde ja gewünscht die MP7 und deswegen spiele ich heute mit der Klasse, lasst mich kurz überlegen, ich glaube mit dem Versorger, denn da habe ich auch ein bisschen Munition und tja, dann sollte also Munitionsknappheit nicht das Problem in dieser Runde werden. MP7, da ist sie. Was habe ich denn da momentan für Aufsätze alles drin? Rotpunkt, Laser und da habe ich noch nichts. Okay, gut, wo spawnen wir denn? Beim Carboss. So, Carboss, zeig mal, was du kannst. Da ist doch einer, oder? Da sind die Feinde, wir kommen von hinten an die ran. Granate gibt es auch gleich noch mit dazu. Viel Spaß. Das hast du richtig gehört, ja? Bam. Ja, jetzt, wo knallt's hier? Erstmal ein bisschen in Deckung gehen. Oh mein Gott, ich bin ja. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Leute, 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 hier geht's ja gerade ab wie. Ja, Leute, also. Das ist ein guter Einstieg, ja. Es geht gleich hier wieder richtig ans Werk. Gleich wurde ich hier wieder mit der USAS mitgenommen. Eine Waffe, das muss ich jetzt kurz einfach einwerfen. Ich finde ja die USAS, oder generell die USAS und die MK3, denn ich finde die MK3 sogar noch stärker als die USAS. Da sind zwei Shotguns, gepaart mit Splittermunition, aber auch ohne Splittermunition finde ich, dass die beiden Waffen etwas zu stark sind. Denn generell auch, wenn man jetzt mal Operation Metro spielt, sieht man nur noch diese Waffen. Und das kann es einfach nicht sein irgendwie, dass die beiden Waffen eben so viel Schaden raushauen. Tja, ist jetzt auch egal. Wir widmen uns jetzt wieder dem Spiel. Da ist auch schon ein Feind. Bam, da ist er down. Gleich noch ein Rächerkill mit dazu. Eieiei. Bleib wieder weg. Da kann man nicht mal seinen Kopf rausstrecken. Schon kriegt man wieder irgendwie hier irgendwas rein. Was steht denn ja alle hier? Ja, USAS 12. Ich sag's ja vorhin noch. Also, wenn man jetzt mal nur sich die Shotguns anguckt, sind die beiden Shotguns eben die stärksten, wie schon gesagt, USAS 12 und MK3. Aber wie schon gesagt, meiner Meinung nach zu stark. Ja? Oh Mann, da hätte ich mich sollen lieber nicht hinlegen. Ich hab gedacht, irgendwo in der Nähe wäre ein Feind. Ich wusste aber nicht, dass die dann gleich neben mir sind. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Dann spawnen wir gleich mal bei B und dann werfe ich denen nämlich ein schönes Granätchen da rein. Dann wissen die auch mal, wo der Frosch die Locken hat. So Leute, jetzt passt auf, da habt ihr eine Granate. Oh nein. Oh, wird das eng. Du kriegst auch erstmal eine rein. Und dann kommen sie von der Seite. Leute, ich habe gedacht, ihr wärt da links. Jetzt sind da wieder Feinde oder was? Ja, knallt die einfach mal ab. Und dann könnt ihr auch ruhig mal hier reanimieren. Das wäre nicht schlecht. Mensch, geht's hier wieder zu. Es ist fast schon wieder grauenhaft. So wie es. Also, das ist Action pur. Da soll nochmal einer sagen, irgendwie, dass es im Battlefield nicht abgeht. Mal rüberstürmen und dann eine Granate hinwerfen. Für diejenigen, die sich darum treiben. Ich lasse mal jetzt die Typen hier vor. Wenn die nämlich dann nachher tot da liegen, dann weiß ich, dass da ein Feind ist. Okay. Oh, da sind sie alle. Da sind sie alle. Ja, Leute. Wenigstens noch ein Peter 18 mitgenommen. Peter 18, ja. Nee, Peter heißt er. Pieter. Irgendwie sowas. Also man sieht ja schon, die MP7 ist eine Maschinenpistole. Das bedeutet eben, wie es so Maschinenpistolen an sich haben. Auf große Range macht sie eben relativ wenig Schaden und hat ja auch nur ein Magazin mit 20 Schuss. Weswegen das eh ziemlich schnell leer ist. Deswegen bringt die Waffe eigentlich nur im Nahkampf. Also auf Reichweite ist sie eben nicht so der Burner, weil sie eben ein kleines Magazin hat. Dafür auch noch auf die Range wenig Schaden macht. Ja, da hat man jetzt gesehen, das war eher so mit Range, da geht die Waffe auch recht gut ab, aber auf lange Sicht gesehen ist da das Magazin ziemlich schnell leer. Und erstmal Munition verteilen. Da ist deine Munition.
Gibt's hier irgendwo ein Medikit? Ah, sieht eher nicht so aus. So, eine Basis haben wir jetzt noch. Das ist C. Oder eher, also eine Basis haben wir noch zu erobern. Das wäre C. Aber wenn ich jetzt nicht bald ein Medikit hinbekomme, dann würde das nichts mit einnehmen. Steh nicht einfach so rum. Such lieber Deckung. Na, jetzt warte ich mal, bis ich hier eine Granate habe. Dann kann ich die dem nämlich hinwerfen. Komm schon. Gib mir eine Granate. Dann eben nicht. Na, wo ist er? Ja gut, ganz ehrlich, dass es mir hier gerade zu viel Raketenwerfer rumgeschieße. Dann nehme ich lieber den mit und laufe dann in die Richtung. Da war gerade einer. Oh, oh, oh. Ja, USAS 12. Ali 111. Ja, wie schon gesagt, das ist so das übliche Rotpunktvisier, Magazinerweiterung, Splittermunition. Das ist so eigentlich das, ich würde mal sagen, Nonplusultra bei der Waffe. Und da muss man eigentlich gar nichts mehr machen, außer einfach irgendwie in irgendeine Richtung schießen, wo sich gerade ein Feind befindet. Ja, knall den doch ab. Also Leute, sorry. Ein Feind steht, also ein Verbündeter von mir steht hinter einem Feind. Was macht er? Er guckt zu, wie mich der Feind abknallt. Super Teamkollegen. Okay. Ich glaube, nee, mache ich doch nicht. Ich wollte mal eigentlich gerade ein anderes Quad suchen, das wenigstens mal annähernd voll ist. Aber ist jetzt auch unwichtig. Ich bleibe jetzt einfach beim K-Boss. Werf hier mal eine Granate hin. Und danach kriegt das Squeeze erstmal eine rein. Noch Munition. Hier geht's ja zu. Ich kann. Ja, das ist eben. Und nein, das ist kein Panzer oder sowas. Das ist die USAS 12. Für alle, die jetzt denken, dass wir irgendwie ein Panzer. Das ist einfach eine Shotgun. Und da soll noch mal einer sagen, die hätte keinen Bums. Jo. Mit dem Raketenwerfer. Wie süß. Jetzt haben wir auch das Holo-Visier. Wieder MP7 freigeschalten. Da kommen gerade Feinde an. Ja, wo sind sie denn? Ach, du hast sie schon down gemacht. Good job, Soldier. Gut gemacht, lass mich durch. Okay, jetzt können wir aber zu C. Und das wird ja ein ganz enges Ding hier. Ob wir das jetzt noch gewinnen, 29 zu 35, könnte eng werden. Leute, kommt, reanimiert. Bitte macht mal was. Die macht nichts. Das ist unglaublich. Also Leute, sorry, aber es ist schlimm. Man wird sehr selten immer reanimiert. Am Anfang, wo also das, wo Back to Kaken rauskam, haben viele reanimiert, eben wahrscheinlich wegen dem Auftrag, aber seitdem wahrscheinlich so gut wie jeder die Famas hat, ne, ist aus die Maus mit reanimieren. Muss man ja nicht mehr machen, man kriegt ja nichts mehr dafür. Außer nur so dumme Punkte, die ja eh nichts bringen, ja. So heißt es wahrscheinlich dann bei den Leuten. Finde ich richtig, richtig schade. Okay. Da ist doch noch eine, oder? Okay, den hätten wir. Gut, C ist eingenommen. Bravissimo. Ja, und somit endet auch die Runde. Das war also der letzte Kill noch. Ein Team hat gewonnen. War eine recht schnelle Runde. Aber ich würde sagen, ja, wir haben da trotzdem jetzt ganz gut mal aufgeräumt. Auch wenn wir nicht reanimiert wurden. Also wie schon gesagt, die MP7 ist eben Maschinenpistole im Nahkampf und auch Midrange relativ gut. Haut auch gut Schaden raus, aber ja, auf lange Entfernung, also beispielsweise jetzt auf Insel Kack oder sowas, ist die Waffe definitiv nicht zu empfehlen. Oder generell eben auf Maps, wo doch schon eine große Reichweite zu überbrücken ist. Gut, das war jetzt so viel zu dieser Runde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. The